Zurück zu Let's Play Alan Wake. Und dann gerade in der letzten Folge, gerade als ich diese Tür eingetreten habe, gerade in dem Moment, öffnet sich bei mir immer so ein SQL-Server, glaube ich, der dann sich irgendwie neu startet oder so. Und dann haut mich immer aus den Spielen raus. Ich hoffe, die Aufnahme von der letzten Folge ist jetzt nicht hin. Sieht jedenfalls so nicht aus. Ich prüfe das nachher nochmal, sonst wäre das ziemlich scheiße. Ja. Jetzt gucken wir mal uns hier an. Tom. I miss Tom. You talk to me on TV. Tom. Tom is sane. I miss you, Tom. Tom. Alter. Ist die irre. Können wir da irgendwie rein? Ran? Wahrscheinlich nicht. Kontrollpunkt. Schrotflintenmunition. Wir haben keine Schrotflinte. Wir haben nur ein Jagdgewehr. Revolvermunition, die wir nicht brauchen. Revolvermunition haben wir wohl genug. Okay. So. Da. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Hallo. Lass mich in die Ecke. Gut, das war doof. Das war wirklich doof. Das hätte man anders machen können. Das war doof. Jetzt muss ich hier alles nochmal neu einsammeln, oder was? Ja, muss ich. Okay. Dann mache ich das. Taktik. Taktik, erstmal Tic-Tac. Wie mache ich das jetzt am besten, wenn ich hier gleich durch die Decke breche? Überlegen, wir haben... Ja, geht nicht anders. Müssen wir die Leuchtpistole nehmen. Die wir einmal nachladen. Geht nicht anders. Jetzt wird dich nicht mehr so mächtig, wa? Ach, da kommen ja immer mehr. Scheiße. Okay. So. Das lief ja relativ entspannt. So. Okay. So. Weiter geht's. Gut, es geht weiter. So, bin ich ganz kurz gestört worden. Es geht sofort weiter. Richtig, da war noch die Thermoskanne. Flasche, Entschuldigung. Gut.
Durch diese Tür kann ich nicht durch. Da muss es einen weiteren Weg geben. Einen anderen Weg. Das sieht wohl nach aus, wenn ich da weiter müsste. Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Okay. Bis wir da sind, dauert das aber noch. Ich war nah dran. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete, das Schlimmste vorzufinden. Erstmal gucken wir mal, was hier war. Ich versuchte, Alice festzuhalten, doch ihre Form löste sich auf. Ich verlor die Kontrolle. Dr. Hartman stand nun dort an ihrer Statt. Ich wollte ihn schlagen, doch meine Arme waren aus Pudding. Er lächelte, ein beruhigendes Lächeln, und ich hasste ihn dafür. Ich musste ihnen ein Beruhigungsmittel verabreichen, wehren sie sich nicht dagegen. Sie hatten wieder eine heftige Phase. Es ist jetzt wichtig, dass sie ruhig bleiben. Wir wollen doch nicht, dass sie noch einen Schub bekommen. Sie sind Patient in meiner Klinik, und das schon eine Weile. Mhm. Klingt nach Zukunft. Wake! Sind Sie das? Wake! Hey, ich bin hier! Ich komme! Nein, weg von mir! Tut mir leid, bitte! Der Boss hat nicht gewusst, mit wem er sich anlegt. Ich hab's nicht gewusst. Ich schwöre es, ich hab's nicht gewusst. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Die ist vermutlich ertrunken. Wir haben nur behauptet, dass wir sie haben, damit er mitspielt, wissen Sie? Damit er für uns schreibt. Bitte, bitte! Ich würde sagen, das war das Ende einer interessanten Episode. Das Ende von Folge Nummer 3. So, also fassen wir mal zusammen, was wir jetzt wissen. Der Entführer hat unsere Frau nicht. Wir sind immer noch am total... Also im Prinzip... Jetzt sind wir genau da, wo wir gewesen sind. Ich überspringe das mal eben, okay? Ich bin hier bei Alan Wake. Die Polizei ist hinter mir her. Sheriff, Wake ist auf der Flucht. Ich bin hinter ihm her. Wollen Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ein Thriller, den ich geschrieben haben soll, wird wahr. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Sie sagten, Alice wurde entführt. Das war eine Lüge. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Ihr angeblicher Entführer wurde vom Dunkel verschlungen, bevor es mich angriff. Folge 4. Die Wahrheit. Ah. Alan. Shh. Baby. Das war nur ein Albtraum. Alice. Name bitte, Alan. Hartman? Bin ich gefallen? Ich musste Ihnen ein Sedativum geben, nichts weiter. Sie hatten wieder einen heftigen Schub, Alan. Was? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass Sie ruhig bleiben. Nicht, dass Sie wieder einen Schub erleiden. Sie sind Patient in meiner Klinik. Und Sie sind es schon eine Weile lang. Durch den Schock über den Tod Ihrer Frau sind Sie geisteskrank. Nein, Sie lügen. Sie leiden an verschiedenartigen Symptomen einer undifferenzierten Schizophrenie. Mist, Karl. Ich bringe Sie um. Ist schon gut, Alan. Lassen Sie los. Los.
Ich fühlte mich benommen. Was mir Hartman auch reingepumpt hatte, es wirkte betäubend. Ich hatte das Gefühl, das hier würde jemand anders erleben. Jemand im Fernsehen. Ich konnte nicht denken, mich nicht konzentrieren. Hier gab es nur leere Blätter, keine Manuskriptseiten. Habe ich gerade eins mit von der Schreibmaschine gewischt bekommen? Guten Abend, Alan. Fühlen wir uns jetzt besser? Ruhiger? Tja, wie ich sehe, haben Sie Ihren Gorilla mitgebracht. Also klar, ich bin ruhig. Die Botschaft ist ziemlich eindeutig. Gut so. Sie begreifen. Sie sind sehr tapfer, Alan. Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind. Ich würde mir noch mehr Sorgen machen, wenn Sie mich nicht im Verdacht hätten. Das nehme ich Ihnen nicht übel. Zu gütig. Also warum kommen Sie nicht mit mir? Wir machen Sie wieder mit meiner Klinik vertraut und gehen alles durch, was Sie vielleicht vergessen haben. Ein Spaziergang an der frischen Luft, ja? Das wird Ihnen gut tun. Okay, machen wir mal den Spaziergang mit. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Night Springs the Video Game. Da liegen Bonbons. Hm, ist doch ganz schön hier. Ist das eine Wii? Irgendeine Spielekonsole auf jeden Fall. Ich will auch spielen. So, dann geh mal, Alan. Dieser Flur ist für Patienten. Die meisten von ihnen sind gerade nicht hier. Jack hat sie zu einem Angelausflug gebracht. Natürlich bis auf diejenigen, die besonders schwächlich sind. Ich sehe Kreativität in unserer Cauldron Lake Lodge als Teil des Genesungsprozesses an. Ich bin darauf spezialisiert, Künstler zu behandeln. Ganz bestimmt. Wunderbar, Alan. Ich glaube, dass wir diese Sache in den Griff bekommen können, wenn wir zusammenarbeiten. Hier lang, Alan. Ich gehe mal vorher mal hier lang, ne? Mich mal hier um. Anderson ist zu. Oh ja, ein Fahrstuhl. Also, Alan, aus meinen vorherigen Erlebnissen mit Ihnen weiß ich, dass ich nach einem Vorfall schnellstmöglich zum Kern der Sache kommen muss. Also sage ich es direkt. Alice ist tot. Nein. Sie sind in einem sehr kritischen Zustand, bis Sie es begreifen und akzeptieren. Alice ist ertrunken. Und Sie konnten sich dem nicht stellen. Sie leiden an Halluzinationen, paranoiden Wahnvorstellungen, sind von Licht und Dunkelheit besessen, von einem Gefühl, dass um Sie herum alles durchdreht, auch Ihre Gedanken und Träume. Ihr Geist hat ein fantastisches Szenario ersonnen, in dem Ihre geschriebenen Worte die Realität beeinflussen. Alice sei entführt worden und übernatürliche Mächte versuchen, sie aufzuhalten. Hier entlang, Alan. Ich wollte keine weitere Dosis, also spielte ich mit. Er log ganz sicher. Aber da ich unter Medikamenteneinfluss stand, musste ich kämpfen, um ihm nicht zu glauben. Das ereignet sich alles nur in Ihrem Kopf. Abgesehen von dem tragischen Unfall mit Ihrer Frau ist niemand ums Leben gekommen. Ihre Wahnvorstellungen sind nur eine Manifestation Ihres Unterbewusstseins, das versucht, Sie vor der zu schmerzlichen Wahrheit zu beschützen. Nur wenn wir die Fantasie bekämpfen, wird sie nicht zurückkehren. Ich weiß, Ihr Instinkt befiehlt Ihnen, sich gegen mich zu wehren, aber denken Sie darüber nach. Ergibt es nicht viel mehr Sinn, dass Sie sich diese abstruse, übernatürliche Verschwörung nur ausgedacht haben? Sie sind ein skeptischer Mensch, Alan. Wir wissen beide, alles kann logisch erklärt werden. Und trotzdem glaube ich ihm auch kein Wort. Das glaube ich ihm alles irgendwie nicht.
dass Alice tot ist, dass wir das alles nicht erlebt haben, dass die Polizei hinter uns her ist, dass das alles irgendwie nicht... Dass das alles wir uns ausgedacht haben sollen, nein, das glaube ich nicht. Ich kann mich an diesem Ausblick einfach nicht satt sehen. Sehr inspirierend, finden Sie nicht? Unter uns lag der Cauldron Lake. Ich konnte den Mirror Peak auf der anderen Seite ausmachen und ich glaubte zu erkennen, wo Divers Isle bei meiner Ankunft mit Alice gelegen hatte. Jetzt gab es dort nur Wellen. So wie es aussieht, zieht ein Sturm auf. Komisch, ich kann mich nicht daran erinnern, etwas darüber im Wetterbericht gehört zu haben. Naja, egal. Hier entlang folgen Sie mir. Ich will dir aber nicht folgen. Alan. Jetzt haben wir die Kontrolle. Jedes Mal, wenn Sie einen Rückfall erleiden, wird es schwieriger für Sie, aus den dunklen Tiefen Ihrer Einbildungskraft wieder aufzutauchen. Was in Anbetracht Ihres Berufs nicht überrascht. Einbildungskraft ist schließlich Ihr Handwerk. Nach all den Albträumen, die Sie durchlitten haben, sollte Sie dies enorm erleichtern. Falls nicht, dann fragen Sie sich, wieso nicht? Weil ich lüge? Oder weil Sie nicht zugeben wollen, dass Sie nicht bei Verstand sind? Es ist ganz natürlich, dass Sie mich für Ihren Feind halten. Das gehört zur Krankheit dazu. Schließlich bin ich derjenige, der Sie aus Ihrer selbst konstruierten Welt herausführt. Aber das kann ich nicht alleine. Sie müssen mit. Wenn Sie das akzeptieren, können wir Hand in Hand die Reise zu Ihrer Heilung antreten. Kommen Sie mit. Gehen wir hinein. Okay, jetzt sind wir bei den ganzen Irren, oder? Das ist der Eingang zum Bürotrakt. Zutritt nur für Personal. Als Sie hier eingetroffen sind, waren Sie von meinen Trophäen beeindruckt. Ich liebe die Jagd. Die freie Wildbahn, der Mensch gegen die Natur. Ginge es wunderbarer? Wirklich wunderbar, ja. Das ist alles nicht wahr. Beängstigend, beängstigend. Emmas. Ich bin ein schlimmer Albtraum. Du solltest Angst haben, willst mir nachts nicht über den Weg laufen. Glaub mir. Bitte, Emerson. Mr. Wake ist schon verwirrt genug. Ja, du möchtest, dass ich weggehe, damit du keine Angst mehr haben musst. Aber du kannst nicht frei über deine Träume entscheiden. Emerson! Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist Emerson. Ich darf sagen, dass wir bei ihm tatsächlich Fortschritte machen. Er arbeitet an einem Videospiel, eine fächliche Technik gewesen, und doch bedarf es eines kleinen kreativen Aufwandes, weswegen er für meine Therapiemethoden empfänglich ist. Ja, ach was? Das sieht man. Kommen Sie, Alan, hier lang. Ihnen ist vielleicht die Schreibmaschine in Ihrem Zimmer aufgefallen. Sie haben geschrieben, als Teil Ihrer Therapie. Sobald Sie sich dem gewachsen fühlen, sollten Sie fortfahren. Oh, hallo. Ich habe Sie gemalt. Okay. Vor ein paar Tagen überkam mich einfach die Inspiration. Dr. Hartman wollte, dass ich Landschaften male. Und das habe ich auch. Aber dann habe ich angefangen, die hier zu malen. Und zwar jede Menge. Die Bilder fliegen mir einfach zu. Dr. Hartman, gefallen sie. Er hat sie in seinem Büro. Ach ja? Er ist sehr stolz auf mich. Er sagt, dass ich immer besser werde. Ich glaube auch, ich werde besser. Ja. Okay. Ich schätze, ich packe dann besser mal ein. Ja, ja. Mach mal. Ich gehe mal wieder zurück zu Dr. Hartman. Und gerade eben konnten wir schon ein paar... Oh, ich will das mal vorlesen. Willkommen in der Cauldron Lake Lodge. Wir sind hier, um Ihnen die spezielle Hilfe zukommen zu lassen, die Sie benötigen. Bitte beachten Sie jedoch Folgendes. Bitten Sie Freunde und Familienmitglieder, Besuche vorher anzukündigen, um sicherzustellen, dass Sie nicht Ihre Therapie- und/oder Kreativitätsphasen stören. Bitte respektieren Sie auch das Bedürfnis der anderen Patienten nach Privatsphäre, vor allem wenn sie sich in ihren eigenen kreativen Prozessen befinden. Haben Sie Geduld. Für gewöhnliche
Nee, für gewöhnlich haben unsere Patienten langwierige Kreativitätsprobleme, die sich nicht über Nacht lösen lassen. Geben Sie sich selbst die Zeit, die Sie brauchen. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich freiwillig einer Behandlung unterziehen, die speziell für Sie entwickelt wurde. Die Bindungstherapie und Ihre Schwesternmethode der Fluss funktionieren am besten, wenn Sie aktiv an Ihrer Gestaltung teilnehmen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen. Mein Rheuma bringt mich um. Ein Sturm zieht auf. Was für ein Sturm! Ich hoffe, er tilgt diesen Ort vom Angesicht der Erde. Und diese beiden hier sind die Anderson-Brüder, Odin und Thor. Sie hatten eine, wie soll ich sagen, eine Heavy-Metal-Band in den 70ern und 80ern namens Old Gods of Asgard. Sie nahmen sogar neue Vornamen an, um den Eindruck, sie seien Wikinger-Götter, abzurunden. Nach der Trennung der Band haben sie auf einer Farm in der Nähe gelebt. Sie befinden sich in einem, nun ja, fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Man kümmert sich um sie, fast liebevoll, möchte ich meinen. Mehr kann man nicht für sie tun. Ich fürchte, ihr Rock'n'Roll-Lebensstil hat Spuren hinterlassen. Nee, glaube ich nicht. Oh, das reicht nicht. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Ellen. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später weiter. Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen Sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist. Es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer. Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse rauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht so wie wir, Kleiner. Ja! Verrückt sein ist hier Voraussetzung, Kleiner. Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter kennt das Verrückte. So was Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Vernunft! Aber ist in Ordnung, Tom. Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen. Die Anderson-Farm! Valhalla! Wir haben alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs. Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich. Hab dieses Zeug nicht vertragen! Aber ich hab's gerettet von diesen Bastarden. Eine mein Kopf wurde klarer. Oder ich versank wieder in meiner Fantasie, wenn es nach Hartman ginge. Ich war überzeugt, dass er mich anlog, und zwar durchweg. Verrückt oder nicht, die Andersons waren vertrauenswürdiger. Tom, hast du Schnaps dabei? Ja, nein. Auf der Farm haben wir den ganzen Vorrat von dem speziellen Trank. Nach eigener Formel. Regionale Zutat. Medizin. Mach deinen Kopf frei. Dann erinnerst du dich, als würde Mondlicht dein Hirn erhellen. Ah, jetzt sehe ich's erst. Lederflicken am Ellbogen? Nicht gerade Rock'n'Roll. Tom ist einfach verloren. Mehr nicht. Baba Yaga hat ihn sich auch gekrallt, die verdammte Hexe. Sie hat uns alle benutzt. Uns alle bestohlen. Hat meinen Donner geklaut, diese Hexe. Meine Raben, das waren, wie hießen sie? Memory and Thought. Hexe. Dir hat sie auch etwas weggenommen, oder? Das ist ihre Art. Oh, wir sind jetzt besser dran. Dieser Ort, der See, verleiht eine Macht. Wenn man ein Schöpfer ist, Künstler, ein Gott. Nightmares shifted in their sleep, in the darkness of the lake. Ja, genau das meine ich. Sie sorgt dafür, dass es verdreht und falsch erklingt. Frag einfach die Lampenlady. Sie weiß, was dem anderen Schriftsteller zugestoßen ist. Sie hat dich benutzt, Junge. Und du hast es zugelassen. Du hast dir sogar die Tür aufgehalten, nicht wahr? Immer sachte. Ein Stück weit war sie schon auf. Und wessen Schuld ist das? Wir sind moralisch verdorben, bis ins Mark verseucht, alt und senil. Das heißt aber nicht, dass er die Tür ganz aufmachen musste, verdammt. Seid ihr fertig? So? Gut, wir haben eine neue Manuskriptseite bekommen. Zane konnte die Gedichte spüren, wie sie Gestalt annahmen und Dinge formten.
Beim Experimentieren stellte er sich vor, er könne die Macht durch die Schreibmaschinentasten spüren. Es berauschte ihn, erfüllte ihn aber auch mit Furcht. Wäre nicht sein Assistent Emil gewesen, hätte er aufgegeben. Doch Emil überzeugte ihn vom Gegenteil. Auch er war wortgewandt. Okay. Ausgelaugt. Gut, wir gehen mal weiter. Wir sollen auf unser Zimmer zurückkehren. Das sollte ich vielleicht dann auch tatsächlich machen. Und dann beende ich auch mal die Folge. Du weißt schon, wen ausflippen lassen. Du kennst das ja. Klar, der Doktor will, dass ich auf Wake aufpasse, aber ruf mich, wenn sie aufmüpfig werden. Mach ich, Birch. Hey, hallo. Wake! Tun Sie Dr. Hartman doch den Gefallen und versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in Ihrem Zimmer. Sie kommen über die Treppe dort zu Ihrem Zimmer. Vielen Dank. Vorher will ich nochmal mit den anderen Patienten nochmal ganz kurz ein bisschen quatschen, wenn die... Finden, aber es sollte gar nicht darum gehen. Und jetzt geht's doch um Fokuhilas. Und wenn eine Szene in Zeitlupe ist, nennen Sie es Fokuhila-Time. Weil die Umfragewerte sagen, dass die Fokuhila-Time der Bringer ist, um bei der Zielgruppe voll einzuschlagen. Und das meinen die ernst. Die sagen es wie Serienkiller, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Mein Albtraum sind die Autoren. Die ja, wollen das alles von den Figuren bis zu den Toastern. Du bist ruhig. Redet. Was macht der Maler? Maler malt noch. Okay, ich glaube, wir gehen tatsächlich mal. Ich wollte, dass ich schreibe. Ich wusste, ich konnte nicht, aber ich dachte mir, ich sollte erst mal mitspielen. Ich hatte keine Wahl. Pfleger Birch bewachte mich scharf. Gut, dann machen wir das auch mal. Dann gehen wir mal auf unser Zimmer zurück. Ich mache denen zu viel Angst. Ich nehme jeden Morgen 2 Pillen und eine zu jeder Mahlzeit. Das macht mich zum schlimmsten Albtraum von allen. Ja, ich glaube, wenn wir auf den treffen nachher irgendwann in der Dunkelheit, dann ist aber vorbei. Ja, ist vorbei. Irgendetwas stimmt nicht. Ich bin nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie, es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch, da wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Ist das da ein QR-Code? Da will ich gerade mal... Ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert. Wir sind jetzt gleich bei 30 Minuten. Ich will einmal den... Ich habe ja hier einen QR-Scanner auf meinem Handy. Ich will einmal den QR-Code mal scannen. Vielleicht... Alan Wake, Tag 3. Komme ich auf irgendeinen Link? Okay. Mal gucken, was bekomme ich. Ich komme auf irgendeine Alan Wake-Seite. AlanWake.com. Das ist ja die offizielle Alan Wake-Seite. Mal gucken. Constipation. That looks painful. Okay. Gut, da bekommen wir nicht viel. Jetzt geht doch mal. So. Gut, wir sind jetzt auch gleich bei 30 Minuten. Das ist deutliche Überlänge. Aber ich will mich hier auch noch einmal ein bisschen umgucken. Da kommen wir zu Patientenzimmern. Hier haben wir noch eine. Gut, er ist da und macht ein bisschen was. Und wir gehen auf unser Zimmer zurück und ich ahne Übles. Okay, dann schreiben wir mal. Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir tut mir in den Augen weh. Meine Hände zittern unkontrollierbar. Hey Wake, Sie bleiben hier. Ich sehe nach, was los ist. Machen Sie einfach mit dem da weiter. Und kein Ärger, okay?
Ich kannte den Grund für den ganzen Tumult nicht, aber darin lag meine einzige Chance, hier rauszukommen. Okay. Und damit sind wir jetzt bei einer Sache, wo ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt hier eine Aufnahmepause. Wir machen weiter in der nächsten Folge. Wir sind jetzt bei 30 Minuten, das ist deutliche Überlänge, das ist in Ordnung. Und wir machen in der nächsten Folge dann weiter hier bei Let's Play Alan Wake. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.